Hallo, hier ist Manuel, Redakteur beim Landesecho, und heute nehme ich euch mit auf einen kleinen Spaziergang zur Prager Burg. Ja, nach über einem halben Jahr hat das Burggelände wieder geöffnet und man kann jetzt auch die vielen tollen Aussichten hier wieder genießen. Leute sind heute hier unterwegs, aber ja, es gibt immer noch keine Touristen in Prag und dementsprechend leer sieht es hier dann auch aus. Und jetzt schauen wir noch kurz im Goldenen Gässchen vorbei. Ja, jetzt stehe ich hier auf dem Burgplatz und man kann es hier vielleicht erkennen, es ist auch relativ leer. So, und zum Abschluss gehen wir noch zu einem meiner Lieblingsorte in Prag. Sind wir hier in Nový Svět, also Neue Welt. Das ist eine kleine malerische Siedlung hinter der Prager Burg und ja, gilt so als das ruhigste Örtchen auf dem Burggelände und ja, ist auch meine persönliche kleine Ruheoase. Nový Svět wurde wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gegründet und ja, 1360 wurde die Siedlung von Kaiser Karl IV. In das Burggelände eingegliedert und ja, zu der Zeit damals lebten dort vor allem die Bediensteten der Prager Burg und aber auch ja, wichtige hochrangige Persönlichkeiten, die einfach dem Zentrum der Macht ja, näher sein wollten. Heute leben hier wahrscheinlich eher weniger die Bediensteten von Präsident Seemann.
Stattdessen ist das Viertel heute vor allem bei Künstlern sehr beliebt. Ja, das war unser kleiner Spaziergang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst gerne einen Like da, abonniert unsere Kanäle auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald. Ahoi!